Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir uns eine neue Funktion, und zwar die Funktion der Umbuchung ansehen, die ab der Version 3.70.9.2.0 verfügbar ist. So, was macht die Umbuchung? Was ist es? Wo finden wir sie? Die Umbuchung finden wir einmal in der Menüleiste unter Verkauf, Umbuchungen. Oder wir können auch beim Tagesjournal eine Umbuchung aufrufen. Hier dieser Button. So, was ist diese Umbuchung? Erst der Name sagt es eigentlich schon, wir wollen Geld von A nach B transferieren. Und zwar von A nach B, und zwar kontogleich. Bedeutet von Kasse zu Kasse, von Konto zu Konto. Denn bei den Journalkopien oder beim Tagesabschluss haben Sie schon die Möglichkeit, Einzahlungen zu tätigen. Einzahlungen von der Kasse auf das Konto, sowohl positiv als auch negativ. Privateinlagen von einem beliebigen Konto auf eine Kasse oder auf ein Konto, wie auch immer, oder eine Privatentnahme von einer Kasse von einem Konto. Jetzt war immer noch die Frage, ja, wo bringt man diese gleichen oder diese kontogleichen Buchungen oder wie bringt man die am besten oder am einfachsten zustande? Früher war es so, haben Sie hier in die Buchungen reingehen müssen. Dann haben Sie die dementsprechende Kasse ausgewählt, haben einen neuen Datensatz angewählt oder haben das Konto ausgewählt und haben dann eine Umbuchung gemacht von einer Kasse auf eine andere Kasse. Kann man hier natürlich machen, aber ist etwas komplexer bzw. hier ist es etwas komplizierter. Deswegen gibt es hier diesen neuen Button oder diese Funktion der Umbuchung. An der Stelle möchte ich noch sofort bitte anregen, in den Systemeinstellungen unter Karteikarte Verschiedenes gibt es ja hier diese Position Einzahlungen sofort buchen. Bedeutet, wenn Sie jetzt was aus der Kasse herausnehmen und aufs Konto buchen, wird es sofort am Konto gebucht. Genauso verhält es sich mit den Umbuchungen. Machen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, nur damit Sie sehen, was passiert. So, wir tun jetzt einfach mal so, okay, wir waren in der Kasse drin oder wir machen eine Journalkopie und klicken jetzt auf Umbuchungen. Wir legen einen neuen Datensatz an. Hier sagen wir, wer soll das Geld erhalten? Wir sagen, die Nebenkasse kriegt das Geld. Und zwar unser Auftraggeber, der Absender, ist die Hauptkasse. Und wir buchen am 1.5. 5 Euro. Klicken wir auf Speichern. Ja, und das war's schon. Jetzt haben Sie quasi Geld von einem Konto, also von einer Kasse auf das andere transferiert, innerhalb von Sekunden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt in den Buchungen ansehen, sehen wir genau das. Hier die Hauptkasse, hier wurden 5 Euro entnommen und die Nebenkasse hat 5 Euro erhalten. Und zwar hier Umbuchung von Kasse Hauptkasse auf Kasse Nebenkasse. So, wird sofort gebucht. Wenn Sie allerdings folgende Option setzen, die wir gerade angesprochen haben, Administration, Systemeinstellungen, Verschiedenes. Wenn Sie dieses Häkchen herausnehmen, Einzahlungen sofort buchen und Sie sagen, okay, ich will jetzt was umbuchen, wir machen das jetzt einfach mal. Wir sagen ebenfalls, ist die gleiche Situation, die Nebenkasse kriegt Geld von der Hauptkasse an dem Tag und zwar von 1,55 Euro. Wir speichern das Ganze, ja, schließen das und schauen uns das nun in den Buchungen an. An der Hauptkasse haben wir die 1,55 Euro entnommen, werden somit sofort gebucht. Der Empfänger, sprich unsere Nebenkasse, hat jetzt augenscheinlich die 1,55 Euro nicht, weil sie ja in den Systemeinstellungen gesagt haben, hey, wann das Geld kommt, da kümmere ich mich selber drum. Denn es könnte ja sein, dass es eine Kontoumbuchung wäre. Das heißt, heute nehmen sie vom Konto 1 500 Euro und buchen es auf Konto 2. Das bedeutet aber nicht, dass das Konto 2, also sprich der Empfänger, das Geld auch sofort zum Tag der Entnahme von Konto 1 erhält. Also müssen Sie sich um den Empfang des Geldes an der Stelle kümmern. Hierzu steht Ihnen dieser Button, Einzahlungen mit offenem Buchungsdatum vorhanden. Hier sagt er ganz einfach, pass mal auf, lieber Benutzer, ich habe hier am 1.5. eine Zahlungsanweisung erhalten, in Höhe von 1,55 Euro. Ja, wann sind denn die jetzt auf dem anderen Konto, sprich auf meiner Kasse, Nebenkasse, letztendlich eingegangen? Okay, und dann müssen Sie sagen, okay, am 1.5. können Sie sagen, hier, Sie wollen den Zeitraum buchen. Dann können Sie sagen, ja, okay, die Kasse hat es am 2.5. erhalten. Oder Sie können sagen, er soll alles automatisch buchen.
dann macht immer Absenderdatum plus 1, ne, ist also quasi das Empfängerdatum. Oder wie gesagt, ja, Sie sagen hier einfach Zeitraum buchen. Ich sage, ich habe es am gleichen Tag erhalten und ich klicke hier auf Übernehmen. Und wir sehen nun, dass die Nebenkasse jetzt diese Zahlungsanweisung in Höhe von 1,55 Euro tatsächlich auch visuell gebucht hat. Also ist relativ simpel. Hier können Sie wirklich innerhalb von Sekunden Ihre Umbuchungen vornehmen. Aber bitte zu beachten, dass es immer kontogleich sein muss. Also sprich Kasse auf Kasse oder Geschäftskonto, also sprich Girokonto auf Girokonto. Machen wir abschließend ein Beispiel, damit Sie das auch sehen. Dass ich sage, okay, wenn ich jetzt hier oben sage, das Geschäftskonto soll Geld erhalten von unserer Kasse am 1.5. in Höhe von 11 Euro, wir wollen jetzt speichern, dann sagt er, hey, lieber Benutzer, das geht so nicht. Du, lieber Benutzer, du versuchst hier eine Einzahlung durchzuführen. Benutzen Sie das Formular oder die Maske der Einzahlungen. Okay, dann kann ich hier auf Bestätigen, dann klicke ich hier nochmal auf Speichern, sage okay. Muss natürlich hier ein anderes Konto auswählen, sage Speichern und dann sage ich Speichern Nein. Jetzt kann ich hier rausgehen und das, was wir hier an der Stelle durchführen wollten, war eine Einzahlung, weil wir sagen, wir nehmen Geld von einer Kasse und wollen es aufs Geschäftskonto übertragen. Das ist dann eine Einzahlung. Aber soviel zum Thema Umbuchungen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald.